Werden mir tatsächlich 180 € monatlich von meiner Rente abgezogen, wenn ich mehr als 520 € dazu verdiene? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe heute eine ganz interessante Schnellfrage reinbekommen auf rentenbescheid24.de. Die lautet wie folgt: Ich bezog einige Jahre eine Flexi-Rente, habe jetzt einen Grad der Behinderung von 50, also der Anfragende ist schwerbehindert und seit 01.01.2023 ist er in Rente und hat einen Minijob von 520 €. Jetzt die Frage von ihm: Stimmt das, wenn ich auch nur einen Euro mehr als die 520 € dazu verdiene, bekomme ich dann monatlich 180 € lebenslang Rentenabzug? Das hat ihr wohl ein freier Rentenberater so erzählt. Also, meine Damen und Herren, da muss man doch wirklich jetzt mal lachen. Wenn das tatsächlich ein freier Rentenberater erzählt hat, dann muss man sich die Frage stellen, ob der eine Zulassung hat und wo der überhaupt seinen Job und sein Rentenrecht gelernt hat. Also, wir haben seit 01.01.2023 eine ganz klare, eindeutige Rechtslage. Es gibt keinen anrechenbaren Hinzuverdienst bei einer Altersrente mehr. Ob vorgezogene Altersrente oder Regelaltersrente, es ist jetzt alles das Gleiche. Sie können monatlich 500 €, Sie können monatlich 1.000 €, Sie können monatlich 1 Million € dazu verdienen. Es wird nichts mehr an die Rente angerechnet. Also, deshalb ist es völliger Unfug, dass von Ihrer Rente 180 € ein Lebenslang oder lebenslang abgezogen werden, wenn Sie mehr als 520 € monatlich dazu verdienen bei einem Minijob. Eine völlig andere Frage ist es, ob Sie dann, wenn Sie 520 € Minijob haben und mehr dazu verdienen, ob es sich dann noch um einen Minijob handelt. Das ist eine völlig andere Frage, aber das war ja nicht Ihre Frage, sondern es ging hier um das Thema 180 € Rentenabzug bei Mehrverdienst 520 €. Und das ist völliger Blödsinn. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.